Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 14. Dezember und es ist 18:47 Uhr, wenn ich mit diesem Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um einen eher etwas ruhigeren Wert, und zwar Vonovia. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets und habe alles vorbereitet, was Sie bereits kennen. Vor Ihnen liegt der Chart seit dem 23.10.2015. Wie in einer Schnur gezogen, ging der dementsprechend hoch, und ich habe für den kürzeren Bereich bereits etwas vorbereitet. Die Vonovia liegt mit dem heutigen Tag relativ kurz vor diesem Downtrend, den wir haben seit Anfang September. Der verbindet sich momentan genau mit diesen beiden Hochpunkten, die wir hatten am 13. und am 20. November. Wenn ich das Fadenkreuz hier reinnehme, können wir sehen, dass dieser Punkt bei 58,64 ist. Andererseits haben wir vom Chart her eine sehr schöne Unterstützung hier durch den 28.10., durch das Low, was aber auch von hier hinten bestätigt wird, von hier hinten vom Juli diesen Jahres. Diese Linie verbindet sich, oder dieser kleine Kanal verbindet sich mit der 200-Tage-Linie und bietet für mich insgesamt eine recht gute Unterstützung im Bereich 53,65. Vom Trendfolger MACD her wird der Wert leicht positiv. Er liegt auch am oberen Bollinger Band und hat also durchaus die Chance, diesen Trendkanal und diese horizontalen Widerstand rauszunehmen. Von der Technik her mag er auf den ersten Blick sehr hoch aussehen, aber das gilt noch nicht wirklich als überkauft, und es ist auch noch kein Verkaufssignal in Sicht. Der institutionelle Support seitens von Analysten, internationalen Analysten, für die Aktie steigt. Das Gros liegt so bei 66. Es gibt aber auch schon Schätzungen, neuere Schätzungen, die gehen hoch bis 82 Euro. Das möchte ich jetzt nicht gleich mal annehmen, aber dieser Bereich um 62 hier oben bietet für mich momentan den größten Widerstand. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht nicht in dieser Bewegung hier, aber doch nach einem Atemholen diese 62 rausnehmen. Das ist genau bei 62,75. Ich habe Ihnen für diesen Fall auch mal ein paar Kaufoptionen mitgebracht, und zwar K.O.-Scheine. Ich habe mich für diesen hier entschieden, einen unlimitierten, zeitlich unlimitierten Schein, der bei 51,69 liegt. Da sind wir ungefähr hier. Wir sind also noch deutlich unter der 200-Tage-Linie und unter diesem Oktober-Low. Der ist also weiter hier unten, und der hat die Kennnummer, die HR2JK8. Basispreis 51,69. Das ist der eine für den Fall, dass wir diesen Bereich hier bei 58,60 mit Schlusskurs herausnehmen. Wenn ich Ihnen eine Kaufoption nenne, dann muss ich Ihnen auch eine Verkaufsoption nennen. Die würde ich tatsächlich erst weiter hier oben ansetzen, im Bereich von 62,75. Und ich habe mich für diese hier entschieden. Ist ebenfalls ein unlimitierter Schein mit einem 10er Hebel, mit der Basis 63,21. Dies allerdings kommt erst dann ins Spiel, wenn wir tatsächlich mit Schlusskurs die 200-Tage-Linie und diese Unterstützung vom 28.10. bei 53,65 unterbieten, vorher noch nicht. Die Kennnummer für diesen Schein ist die HR0SC5, ebenfalls unlimitiert, und nochmal, die Basis ist 63,21. Ich finde, die Aktie handelt relativ ruhig, verglichen mit vielen anderen im DAX, und weckt durchaus Zuversicht. Aber wichtig ist für mich dieser Punkt für ein weiteres Vorgehen bei 58,65. Ich wünsche Ihnen noch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.